Puh. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit den roten Schornsteinen. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Ich will eigentlich nicht ins Dorf. Das Schloss hat mir sehr gut gefallen. Muss ich gestehen. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber eigentlich will ich nicht mehr ins Dorf, weil das Dorf gefällt mir nicht so. Da haben wir die. Obwohl das ja eigentlich egal ist. Ich hatte ja im Dorf, hatte ich ja Schiss, sozusagen, dass hier unten, dass ich den Dietrich nicht kriege und somit, wie heißt's? Viele Aspekte des Spiels nicht benutzen kann. Hat sich aber jetzt eh. Warum kann es nicht einfach eintreten? Hat sich ja jetzt eh gegessen. Da der, dieses Eve. Irgendetwas fehlt. Also mit diesem Geräusch, wenn du dir eine Schatzkarte oder so anguckst. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich keinen Gefallen getan damit. Das Geräusch ist echt grausam. Ich weiß nicht, wer bei Capcom da irgendwie eine asoziale Ader hatte, aber Hut ab. Hatte noch kein Spiel, wo mir dieses Geräusch so viel Ohrenschmerzen bereitet hat. Wie hier. Oh. Oh. Kann ich also aufschießen? Verstehe. Vielleicht werde ich es auf einfach noch mal privat durchspielen. Generell. Vielleicht brauchen wir die noch. Also dieses Geräusch ist echt beschissen. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht.
Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Wer kennt das Zeichen im Hintergrund? Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Ja, mach's mal auf, du alte Hexe. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Das stimmt, die kann sich frei bewegen, hat keine Angst vor irgendwas. Hat nichts zu befürchten. Lass mich raten, die vier Dinger muss ich... Jetzt kann ich diese Dinger öffnen. Es wäre cool, wenn ich nochmal ins Schloss könnte, mich mal in Ruhe umgucken könnte. Ich meine, warum muss so ein Gebiet muss so ein Gebiet weg sein? War das überhaupt alles? Ich habe jetzt vergessen, die Karte mir anzugucken. Ah, die Karte ist blau. Okay. Ich befürchte nicht. Das Symbol sieht vertraut aus. Ach, echt? Wow. Mach Sachen. Das sieht ja gar nicht aus wie ein Umbrella. Ich meine, wir sind ja ein deutscher Stream. Das sieht ja gar nicht aus wie ein Regenschirm. Entschuldigung. Okay, lass mich raten. Wir müssen diese vier Dinger suchen. Wir haben ja eins. Eins haben wir fertig. Hier gibt es auch bestimmt noch irgendwas zu finden. Ihr habt doch schon wieder solche Solikanten-ähnliche Viecher gesehen. Aber das war so irgendwie so klar. Die Mädels Vampire. Und der Bruder von der ollen Hexe, die wir da jetzt geklatscht haben. Lykana. Das erinnert sich so ein bisschen an diesen ewigen Streit zwischen von Underworld. Da war das auch so bei Underworld. Da gab es einen Obermod, der aber mehr menschlich war. Der war ziemlich stark und er hatte zwei Söhne. Ein, wie heißt denn der? Nicht der Victor, sondern Marcus? Marcus, glaube ich, der Obermod der Vampire. Der war der Bruder von William, dem theoretisch den ewigen Werwolf. Und es war eigentlich ganz lustig. Es ist eine schöne Geschichte. Kann ich euch nur
kann ich euch nur geben. Die Lykaner, die halten echt viel zu... Die Lykens, Lykaner, die halten viel zu viel aus. Die halten im Vergleich zu dem Schloss echt ein bisschen mehr aus. Also hier hast du mehr Action. Alles easy peasy. Hier fehlen mir rostige Reste und Chemikalien. Und, ja, Lykaner, das war im Spiel, die Lykens heißen, random Vampir-Genre, vor allem im Underworld-Genre. Ich kann euch die Filme gerne mal ans Herz legen, und sind auch ab 16, da heißen die Lykaner wirklich, das sind dann die Werwölfe, die heißen so, und die sind halt, sehen halt auch so ein bisschen... Wie hier auch. Da gab es auch eben ewiger Krieg zwischen Vampire und Lykanern. Und dementsprechend war das schon ganz interessant. Also hier sind also die anderen. Schade eigentlich. Rostige Reste. Na komm her. Chemikalien fehlen mir. Und daher... gab es halt auch immer so ein ewiger Stress, aber im Ursprung war das halt so, dass sie wirklich Bruder und Schwester waren. Also Geschwister, nicht Bruder und Schwester, sondern zwei Brüder. Der eine machte Werwölfe, die unkontrollierbar waren. Und der andere machte, und der andere hortete sozusagen eine Armee von Vampiren um sich. Dann hat er irgendwie noch den aktuellen Adel dazu zu Vampiren verwandelt und damit dann verpflichtend gemacht, seinem Bruder hinterher zu räumen. Und so hat sich die Fehde immer weiter gezogen. Und die Hauptdarstellerin hat den ganzen Scheiß irgendwie da mal gebrochen, indem sie einen Hybrid gezüchtet haben. Zwischen einem speziellen Menschen, der irgendwie ein besonderes Blut hatte und dann irgendwie stark war, der es mit beiden aufnehmen konnte. Der war dann so ein Hybrid zwischen Werwolf und Vampir. Und dementsprechend Altar. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Es war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Boah, Alter, wird der mal fetter oder was? Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Kopf. Rosemary Winters. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... So, entweder nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Oder Mia. Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer...
Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Alter, ist aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Oh ja. Yeah. Oh, muss ich mir die Wampe von dem angucken? Ich habe gerade aufgestockt. Was hast du denn? Oh, einen größeren Koffer. Aha. Scharfschützenmunition, Landminen. Landminen sind eigentlich eher weniger. Ja, die Pistole würde ich gerne aufwerten. Kristallfragmente, kristallener Flügel, Torso, kristallene Lady, den Fisch. Warum eigentlich nicht? Ich habe noch einen Dietrich, ansonsten... Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Diese Kurven. Sie ist als Investition, Ethan. Weißt du was? Wir machen das. Ich hole mir erstmal was denn das? Wangenauflage. Spezialzubehör für ein Scharfschützengewehr. Reduziert das Verwackeln der Waffe beim Zielen. Kostet 20.000. Machen wir das hier? Jawohl. Kostet 15.000. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Jawohl, das ist ein Gewehr. So will ich das sehen. Ich kann nur keine Scharfschützenmunition herstellen. Danke für deine Treue. Also ohne den Wagen könntest du schwabbel dich überhaupt nicht fortbewegen. Und mit diesem ganzen Essen hier, Alter. Ever. Never. Warte mal, kam ich von hier? Passt nicht. Die Tür ist mit einem Ornament mit 4 Flügeln. Ah, okay. Geflügelter Schmiedeschlüssel, Lady Demescros Schlüssel, Flakon, Kopf, Schatzkarte, Familienfoto. Gut, wir laufen also mit dem Kopf unserer Tochter hier rum. Kein Problem. Der würde rumrollen. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Warte mal, pürieren. Klar, natürlich. Okay. Alles klar. So, hier kommen wir nur mit 4 Schlüsseln durch. Das bedeutet, wir werden hier wahrscheinlich irgendwie rauskommen oder was weiß ich. Und hier müssen die Dinge halt rein. Was zum... Wer war das denn? So. Okay, ich habe alle 3 Sachen. Oh, dieses Geräusch.
hier fehlt noch eine Sache. Oder? Langdistanz, Zielfernrohr, Wangenauflage, okay, aber irgendwie... Das gewusst hätte, dass man die... Da fragen wir es einfach mal nicht. Haus mit dem roten Schornstein. Wollen wir mal gucken. Hier ist irgendwas kaputt. Da kann ich nochmal hin. Dann gehe ich nochmal in die Küche rein. Mit 6 geflügelten... Was? 6 geflügelten Embryo. Schmiedeeiserner Schlüssel. Also ich komme da schon hin. Vorhängeschloss, die kann ich ja jetzt so kaputt machen. Genauso wie die hier. Und hier Schmiedeeisen. Nee, erstmal nach hier hin. Da fehlt nämlich noch ein... Soll noch ein Dietrich drin sein? Ah ne, das kann man mit dem Dietrich aufmachen. Jawohl. Super. Aber hier fehlt noch was. Wir sind hier noch nicht durch. Ich dachte, es wäre nur hier das, warum das... Aber hier scheint noch irgendwas zu fehlen. Hier scheint noch irgendwas zu fehlen und ich weiß nicht was. Also hier sieht man ja, das Haus ist noch rot. Das bedeutet, hier gibt es noch irgendwas. Oh, groß Lykens, ja, ja, das kennen wir ja auch alles, können wir ja nicht mitnehmen. Das kann ich nicht aufmachen. 4 geflügelte Embryo, vielleicht kommt das noch. Aber ich kann mir gut vorstellen. Aber hier oben ist auch nichts. Man kann doch nicht springen oder so. Gut, das war ja bei Resident Evil noch nie wirklich... Der große Fall, dass man hier großartig springen konnte. Hier außen habe ich jetzt auch noch nichts gesehen. Hm. Gut, da bin ich leicht überfragt. Ich weiß nicht, was hier noch zu finden ist. Obwohl das rot ist. So, dann hier auf der rechten Seite, das ist von der anderen Seite verschlossen. Valkyrenstatue, ich kann mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Aber das hier ist ja auch verschlossen. Okay, Brunnen, Brunnen, Kirche. Ich guck nochmal in der Kirche. Ich weigere. Das sind also die Leute hier. Hier fehlt noch was. Da habe ich mich doch schon...
Das ist also die Hexe, glaube ich. Das ist die Lady Dimitru. Ist das die Mutter Miranda? Das sind die anderen zwei, die wir gesehen haben. Und das ist der Bruder von ihr, der Heisenberg. Ich will mal speichern. Protokoll von NH. Ankunft, keine Anzeichen von EWRW. Ethan Winters, Rose Winters. 1135, glaube ich. 1200, Datum 9.2.2021. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Ethan Winters? Aufenthalt von Rose Winters unbekannt. Ist die Rose nicht gestorben? Basis in Kirche eingerichtet. Weitere Vorgehen. LBTDK9. Durchsuchung des Labors. NHUE. Analyse der Pilzproben. Inflation der Fabrik. Da muss irgendwo was rein. Auf jeden Fall dauert das noch ein bisschen. Also hier sieht so aus, als hätte Chris hier wieder seine... Okay, da kann ich hin. Trotz alledem. Mal gucken, ob ich hier lang gehen kann. Genau, ich muss links raus. Bei den Gräbern gibt es auch sonst nichts. Da will ich aber noch nicht hin, weil ich das noch nicht angeguckt habe. So, nachher ist es bestimmt irgendwie so, ist nur so ein kleiner Raum oder so. Aber ich will auf jeden Fall hier nochmal hin. Wenn ich das denn kann. Oh nein. Hier lang kann ich nicht, okay. Okay, das ist kein Problem. Versuche ich es irgendwie rückwärts. So, aber ich glaube, das geht auch nicht. Aber hier kann ich jetzt lang. Pistolenmuni. Brauche ich einen Dietrich? War ich hier schon? Das ist eine Weberei. Bin ich das? Okay. Was war das? Was ist hier kaputt gegangen? Und warum? Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich den langen Weg außen rum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Lucia, Vater. Interessant. Interesting. Fehlt noch ein Dietrich.
War das jetzt die Tür oder war das... Jetzt ein Gegner. Ach, hab's gewusst. So. Geflügel. Also okay. Da ist besetzt. Machen wir wieder zu. Ich glaube, am Anfang war ich hier. Hier kann ich mich zumindest erinnern. Hier müsste alles leer sein. So, lass mich mal ganz in Ruhe entspannen. Hier nach rechts kann ich auch nicht. Muss ich später machen. Do not enter. Das ist zu. Genau, hier war ich schon. Da kann ich von außen nicht rein, aber hier ist noch ein Dietrich zu finden. Bringt mir halt nur nichts. Ah, ich krieg Muni. Das gefällt mir. Störst du da einfach jemanden bei... Ja, pff, kein Problem, ich meine. Ist ja kein Thema. Okay, was es mit dem Geflügel auf sich hat, weiß ich nicht. Das kann ich wahrscheinlich von hinten nicht öffnen. Da kann ich nämlich nicht lang. Da muss ich zurück. Geradeaus, da kann ich auch nicht lang. Das muss ich irgendwie wegräumen. Das hier ist auch alles fertig. Muss ich hier lang? Hallo Schweinchen. War ich schon hier drin? Ja, ne? Genau, da war noch dieser Dietrich. Dass man da so viele Dietriche braucht. So, hier kann ich auch nicht lang. Das bedeutet, ich kann hier so nicht mehr hin. Noch nicht. Das ist auch zu. Dann würde ich sagen, das Einzige, was ich habe, ist hier. Schlüssel mit 6 geflügelten Embryonen. Nein, dann muss ich zurück einfach über den Friedhof. Das ist der einzige Weg, den ich aktuell gehen kann. Schade. Na gut. Ist gerade ein bisschen ruhig. Ins. Warte mal. Gefundene Zutaten können bei Duke abgegeben werden.
Fischi, 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 Fischi. Super. Sieht für mich so aus, als könnte man das irgendwie... So, willst du dir nicht das Ding hinter der Kirche anschauen? Ach so, stimmt, das wollte ich ja gerade machen. Knödel. Chemikalie, Schießpulver, das ist ganz gut. Metallreste nehme ich auch gerne. Ich würde aber trotzdem gerne mal zum Duke. Vielleicht nicht die dritte Bombe schmeißen sollen. Einfach aus dem Aspekt her, dass es vielleicht übertrieben war. So, bei dem Schwabbel bin ich... Alter, du bist... Du solltest echt mal Sport treiben, Mann. Nicht so viel Meckes. Ankauf. Silberring. Geschnitztes Tier. Und... Fische. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Beachte mich gar nicht. Mach ich auch nicht, du Schwein. Wunderbar. Hals- und Beinbruch. Super. Gut, der noch nicht von den Zombies gefressen worden. Ich glaube, das ist aber das Komische, mein lieber Chris. Das war ja bei Dingsbums auch so. Bei Resident Evil 4. Den Waffenhändler konntest du abschießen, aber das Problem war irgendwie, dass du, dass der nie Probleme hatte. Also, Kirche und dann hoch damit. So, ich nehme an, da wird es weitergehen. Das ist der einzige Grund. Der einzige Weg. Was mit dem Brunnen gefällt mir nicht. Was? Meinen die etwa das mit Farm? Die haben geschrieben, dass Farming eine Sache sein wird, aber komm schon. Tiere jagen und bei dem Schwabbel abgeben? Ach, komm schon. Ah, großer Kristall. Gut. Sieht aber für mich so aus. Ich wusste, dass das ohne Pistolmoni geht. Jo. Hier gab es auch irgendwo noch Geflügel. Meine ich. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes geben. Von dieser Seite verschlossen. Ansonsten kann ich die Gräber hier alle nicht betreten. Vom Federf untersuchen.
Gewöhnliche Zutat, roh nicht genießbar. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Zutaten machen soll. Aber gut, das war's. Jetzt bin ich selbst so ein bisschen überfragt. Das Do Not Enter Tor kannst du nicht aufschießen? Ich glaube nicht. Aber vielleicht. Wie viel Kohle habe ich denn eigentlich? 1016, 1600. Also mit 1600 kommst du nicht weit. Gebe ich dem Duke mal das Geflügel ab, dass ich einfach ein bisschen inventarlos bin. Ein bisschen Zeug. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ja, was will ich, du Schwein? Das da. Klimpergeld. Sieh es als Investition, Ethan. Okay, die verkauft er jetzt. Das Landminen. Ah, ich habe nicht so viel, aber ein bisschen Scharfschussmuni wäre schon ganz gut. Obwohl ich eigentlich sehr ungern Munition kaufe. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Und das kaufe ich mal. Warum eigentlich nicht? So, jetzt sind wir pleite. Bis nächstes Mal. Achso, der hat die ja aufgeladen. Okay. So, okay, jetzt wollen wir mal gucken. Bisschen Futter bei die Fische. Was ist das für ein Tor? Valkyrenstatue, da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Oder? Warte mal, wo war denn das Do Not Enter? Ich probiere es mal hier oben. Das hier war nicht offen. Das sieht alles ganz gut aus. Warte mal, wie viel Heilung habe ich denn? 2. Das behalte ich dann auch erstmal. Ich habe von allem ein bisschen was, außer von der Scharfschussmuni. Hier geht's doch bestimmt weiter. Ich wette mit dir dafür, dass ich jetzt so viel von der Muni bekommen habe. Das triggert doch irgendwas. Getriggert. Nein. Die Statue auf dem Platz kann man auch nicht interagieren. Die Valkyrenstatue, das wäre eine Option, aber ich glaube nicht. Ne, mit der kann man nichts machen. Aber nur das Rockschildchen. War auch nicht ganz. So, lass mich mal ganz kurz. Da geht's nicht weiter. Also entweder hier in dem Bereich. Dahin, das werde ich dann tun. Ich will aber das Geflügel nochmal mitnehmen. Das kann man nur über die Kirche erreichen. Ich bin der Meinung, an dem einen Auge blinkt irgendwas.
Nee. Nee, das war nur eine Textur. Ein Auge ist weißer als das andere, aber es hat nichts mit Dingsbums zu tun. Kein Blinken, wo man was machen kann. Boah, ich weiß nicht, ob hier noch ein paar Viecher sind. Aber hier unten soll Geflügel sein.